Ja, Tag 2, wo ich versuche zum Brenner zu kommen. Also jetzt bin ich hier nach München gekommen zum Dienst und während ich zum Dienst gefahren bin, hat sich herausgestellt oder wurde mein eigentlicher Zug, den ich hätte fahren sollen, im Prinzip ausgelegt oder halt geweigert. Also der wird nicht angenommen. Und jetzt werde ich halt Gastfahrt zum Brenner fahren. Mit einem anderen Kollegen oder mit einem anderen Zug. Ich werde jetzt allerdings hier die Lok für ihn aufrüsten oder die zweite Lok vorbereiten. Ja, mein Video gestern, es hat ja ziemlich viele Kommentare erhalten. Also ich glaube, das wird das erste Video, wo ich wahrscheinlich nicht schaffe, auf jeden Kommentar zu reagieren oder zu antworten. Also inklusive auch Kommentare, die da InfraGo auch ein bisschen in Schutz nehmen und so. Ich weiß zwar nicht, wie man das wirklich machen kann, weil ich glaube, es dürfte jedem klar sein, dass unsere Infrastruktur ziemlich am Ende ist. Natürlich ist das kein Vorwurf gegenüber den Störung, Störung, Störung. Mitarbeitern. Die können natürlich absolut nichts dafür und ich möchte nicht tauschen mit den Vereinsleitern in den Stellwerken und die können natürlich am allerwenigsten dafür und auch nicht die Instandhaltung und sonst irgendjemand. Das ist halt einfach so entstanden und letztlich ist es halt ein politisches Thema in Deutschland und kein Thema, was jetzt wo Infra in kürzester Zeit beben kann, selbst wenn sie wollen würden. Natürlich wollen sie es, aber sie können es nicht. Ja, wie auch immer. Also, so viel dazu. Ja, heute, wie gesagt, probiere ich es nochmal. Momentan zumindest scheint es zu laufen. Und ja, hoffen wir mal, dass es so bleibt. So, wir sind hier in München abfahrbereit. Wie gesagt, ich habe dem Kollegen noch geholfen, seine zweite Lok draufzustellen, Bremsprobe zu machen und so weiter. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit noch mal ein paar Kommentare gelesen zu meinem letzten Video. Also manche fühlen sich da scheinbar echt ziemlich angegriffen, was ich zwar nicht ganz verstehen kann. Irgendwer hat auch geschrieben, ja, was ist denn, wenn bei einem IFU mal ein Zug liegen bleibt oder die Lok spinnt, dann bleibt doch auch die Strecke blockiert und so. Klar, das stimmt natürlich auch. Und ich rede jetzt auch nicht von dem Stellwerk, was mal spinnt oder mal eine Störung hat, aber jetzt hier speziell diese Stellwerke auf der Strecke, also Haar-Zwanne-Ding, Kirchsee und da ist halt gefühlt alle paar Wochen oder sogar alle paar Tage ist halt entweder ein Komplettausfall oder zumindest eine größere Störung. Und wir haben eben auch Vereinsleiter schon gesagt, dass im Prinzip dann teilweise die armen Techniker wirklich da jedes Mal komplett von neu den Fehler suchen müssen, weil es wohl teilweise auch gar keine Pläne mehr gibt und so weiter und auch die Verkabelung halt scheinbar schlecht ist, was weiß ich. Also wie gesagt, speziell bei diesen Stellwerken ist es halt einfach so, dass die am Ende sind offensichtlich oder da immer keine Ersatzteile mehr teilweise da sind, was weiß ich. Und da wurde halt lange nichts gemacht, offensichtlich. Ja, ich nochmal. Also wir sind mittlerweile gut auf dem Weg. Also wir sind auch in Haar und in Zorneding und in Kirchseeon durchgefahren, ohne Störung offensichtlich. Also wie gesagt, nochmal Entschuldigung an alle, ja, Fahrdienstleiter oder wer auch immer sich da angegriffen gefühlt hat. Wie gesagt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen von meinem Video, weil ich habe es mir auch nochmal angeschaut. Also ich kann nicht ganz erkennen, wie man da eine Kritik an den Kollegen, die direkt sozusagen auf dem Stellwerk sitzen, so da, wenn man da raushören kann. Aber vielleicht ist es so rübergekommen. Also tut mir leid, aber ich bin wirklich der Letzte, der da weder am Funk noch sonst irgendwie da die Vereinsleiter angeht. Also ich habe tatsächlich gestern, gab es keine einzige Kommunikation zwischen mir und irgendjemanden eigentlich. Also ich habe nur diesen Notfallauftrag mitbekommen und da war mir natürlich klar, dass erstmal nichts gehen wird. Die nächste Zeit von der Störung wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar nichts und deswegen wollte ich natürlich auch nicht den Vereinsleiter da belästigen, weil in so einem Fall hat der natürlich ganz andere Sachen zu tun und ja, wie gesagt, das war offensichtlich. Und natürlich habe ich dann später auch von der Störung erfahren, über die Dispo und über Kollegen. Und das sieht man ja dann auch in der Reiseauskunft und so kann man ja nachschauen. Auch da hatte ich natürlich dann keinen Grund, da mit den Vereinsleitern zu kommunizieren. Und es bringt ja auch nichts. Und es bringt vor allem auch dann nichts, wenn man die dann angeht und sagt, ah, wann geht es endlich weiter? Das kann er dir ja auch nicht sagen. Und trotzdem wäre es halt ganz schön gewesen, wenn man mal trotzdem eine Info bekommen hätte. Entweder jetzt vom Vereinsleiter, wenn mal eine ruhige Minute ist oder wenn halt klar ist, dass sowieso nichts geht. Oder eben die BZ könnte ja dann auch mal eine Info rausgeben. Oder man könnte ja auch einen Sammelruf machen an alle Lokführer im Bereich. Ab und zu wird das ja dann doch mal gemacht, aber es ist wirklich selten, verstehe ich sowieso nicht ganz. Warum dann nicht öfters einfach so ein Sammelruf gemacht wird, so an alle Lokführer im Raum, was weiß ich. Störungen da und da. Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, es hat keine Kommunikation stattgefunden und ich habe natürlich auch, wie gesagt, ich wiederhole mich, die Vereinsleiter da nicht irgendwie angegangen und natürlich mit dem Video war das auch nicht so gemeint, weil wir sitzen alle im selben Boot. Und ich habe, ich glaube ich auch schon gesagt, habe wirklich das größte Mitleid mit den Vereinsleitern an so einer Situation. Also es war ja vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen hatte ich auch mal ein Video, glaube ich,
war zumindest eine Situation, wo in H eine größere Störung war und der Kollege halt dann, was weiß ich, wie viele Befehle schreiben musste, mit was weiß ich, wie vielen Zügen. Also da möchte ich natürlich nicht tauschen und ja, die Leute draußen und die Vereinsleiter können nichts dafür. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ja, noch ein ganz kurzes Update. Die Fahrt war jetzt soweit ereignislos. Wir sind jetzt hier in Matrei am Brenner und ja, wie man sieht, stehen wir und da hinten steht noch ein anderer Zug. Also mal wieder auf Abruf vom Brenner, wahrscheinlich wegen Platzmangel. Ist jetzt für mich noch nicht wirklich relevant, weil mein Gegenzug ist jetzt im besten Fall in Bozen gleich durch. Also braucht er auch noch mindestens eine Stunde. Ah, jetzt fährt er gerade zum Zug talwärts, was natürlich wieder heißt, dass ein Gleis frei geworden ist. Also ja, könnte dann demnächst mal weitergehen. Juhu, wir fahren wieder. Sind es doch eine ganze Weile gestanden. Jetzt habe ich mir langsam schon ein bisschen, naja, Gedanken gemacht, ob es vielleicht Sinn macht, dass ich hier in die nächste S-Bahn bzw. den nächsten Nahverkehr einsteige und dann zum Brenner Gastfahrt fahre. Weil es ist natürlich nicht gesagt, dass mein Zug dann auch quasi durchkommt oder halt dann weiterfährt, so wie er jetzt fährt, weil wenn der Bahnhof voll ist, dann betrifft es natürlich beide Richtungen. Aber im Worst Case würde ich halt hier sitzen auf meinem Gastfahrzug und der Gegenzug, also mein Rückzug, wäre halt schon am Brenner. Würde dann natürlich noch länger ein Gleis blockieren, als es sein müsste. Und der Zug, der hier, auf dem ich drauf sitze, steht halt dann immer noch wegen Platzmangel potenziell. Aber das ist natürlich jetzt hinfällig, weil jetzt fahren wir ja. Und das heißt, ich bin auf jeden Fall rechtzeitig oben. Und dann werde ich ja sehen, wie schnell mein Zug dann am Brenner ankommt. Ja, am Brenner ist wieder absoluter Wahnsinn. Zusätzlich zu den ganzen Umleitern und dem normalen Chaos hat wieder irgendwie entschieden, dass jetzt alle Züge an der Flüchtlingskontrollstelle quasi voll kontrolliert werden müssen. Also nicht, wie wir es sonst machen, mit 20 km/h langsamer vorbeifahren und die schauen den Zug während der Fahrt an, sondern jeder Zug muss stehen bleiben und wird halt dann je nachdem innerhalb von 10 Minuten bis 30 Minuten, je nachdem, wie schnell die halt sind, von der Polizei, muss kontrolliert werden. Und in dem Fall ist auch dann die Strecke gesperrt, während die da drum rumlaufen natürlich, oder das Gleis gesperrt, also da kann dann überhaupt nichts fahren. Und das hilft natürlich der Situation hier oben gar nicht, dass hier die Züge schnell aus dem Bahnhof rauskommen. Also mein Zug stand jetzt ewig auf Abruf in Italien und jetzt soll er wohl angeblich mal wieder weiterfahren. Aber wann er dann wirklich da ist, wird sich rausstellen. Ach so, was auch wieder der absolute Klassiker ist, auch wenn sich es halt wahrscheinlich hier wieder nicht vermeiden ließ, weil es zu kurzfristig war. Aber in dem Moment, wo ich am Brenner Gastfahrt angekommen bin, ruft mich ein Kollege an, ob es stimmt, dass ich Zug XY fahre und er würde bei mir gerne Gastfahrt mitfahren. Und wo ich mir echt wieder dachte, nee, nicht dein Ernst, aber ja, so ist es halt manchmal. Also er wäre sehr motiviert gewesen, meinen Zug mitzunehmen. Der muss auch dahin, wo der Zug hingeht, nach Moor. Aber da wurde sein Zug halt scheinbar kurzfristig ausgelegt und oder kommt halt nicht. Und ja, somit muss halt Gastfahrt zurückfahren. Jetzt ist halt einer von uns beiden wieder hier sinnlos oben. Ja, so geht's halt manchmal. Ja, und bezüglich diesen Kontrollen, ich meine, es ist klar, dass die irgendwie gemacht werden müssen. Aber erstens wird das meistens generell auf einen relativ verkehrsschwachen Tag gelegt, also wo nicht so viele Züge fahren. Und dass man das jetzt, während gerade Umleiter sind und totales Chaos am Brenner, dass man da diese Vollkontrollen machen muss, also wer auf solche Ideen kommt, also da fehlen mir echt die Worte. Ja, der helle Wahnsinn. Mein Zug kommt jetzt endlich mal. Also der hat jetzt einen Verlauf gehabt, der ist mit plus 80 Minuten in Verona abgefahren. Dann hat er seine Verspätung auf 30 Minuten abgebaut, weil er in Bozen durchgefahren ist. Und jetzt hat er insgesamt 150 Minuten Verspätung. Naja. Ich meine, ich habe natürlich jetzt hier wieder einen gewissen Aufenthalt am Brenner. Und wenn ich jetzt hier gleich wegkommen würde, würde ich natürlich auch wieder Verspätung rausfahren. Aber in der Kontrollstelle, die ich ja vorher schon angesprochen habe, steht aktuell gerade ein Zug, der voll kontrolliert wird. Das kann, wie gesagt, alles bis über eine halbe Stunde dauern, bis der weiterfahren kann. Und somit dann erst der Block frei wird oder die Strecke. Und hier sehe ich noch mindestens zwei andere Züge stehen aktuell, die wahrscheinlich auch abfahrbereit sind. Das heißt, das kann jetzt hier auch noch eine Stunde dauern, bis ich hier überhaupt wegkomme. Weil ich dann halt der Dritte bin in der Warteschlange. Naja, mal gucken. Ja, so zum allem Überfluss haben sich die Kollegen jetzt noch verbremst. Also die sind jetzt hier zu früh zum Stehen gekommen.
Und bevor wieder jemand meckert, nein, das ist jetzt keine Kritik an den Kollegen oder sonst irgendwas, das kann jedem mal passieren. Und soweit ich weiß, hat die Zugsicherung von denen auch manchmal so ein bisschen komische Anwandlungen. Also wie gesagt, kein Vorwurf, aber das dauert jetzt noch einen kleinen Moment länger, bis die dann halt jetzt in den Bahnhof reingezogen haben und alles frei machen. Das sind halt dann immer so die Kleinigkeiten, die dann noch dazukommen, wenn man es gar nicht brauchen kann. So, es ist kurz vor Mitternacht. Ich bin opferbereit mit ziemlich genau 2 Stunden Verspätung. Jetzt ist halt nur die Frage, wann ich hier wegkomme. Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, also soweit ich weiß, zumindest gehen diese Kontrollen nur bis 1 Uhr, also noch ungefähr eine Stunde. Also ich könnte sicher auch sein, dass ich jetzt quasi eine Stunde hier noch stehe, weil halt noch 2 Züge theoretisch vor mir sind und die halt dann jeweils eine halbe Stunde ungefähr brauchen, bis sie kontrolliert sind. Und wenn ich dann drankomme, dann heißt es ja, die Kontrolle ist jetzt vorbei. Also könnte passieren. Tja, also ein Zug fährt von mir auf jeden Fall schon mal raus. Natürlich ein Umleiter, also wie gesagt, wie man auf die Idee kommen kann, wenn Umleiter sind, so eine Scheiße zu machen, ganz ehrlich, ja, wird sich mir nicht erschließen. Aber ja, das heißt eigentlich normalerweise, selbst wenn die schnell sind, steht ja mindestens 15 bis 20 Minuten an dieser Kontrollstelle. Und dann, denke ich mal, wird noch ein Güterzug vor mir fahren. Und dann könnte es durchaus sein, dass die Kontrolle fast schon vorbei ist. So, ich war dann tatsächlich der 2. Zug, also nicht der 3., wie ich erst dachte. Also der andere Zug war scheinbar noch nicht abfahrbereit, der hat sich nach mir gemeldet. Ja, jetzt ist es 0.30 Uhr, also eine knappe halbe Stunde nach meiner Abfahrbereitsmeldung bin ich dann auch zum Fahren gekommen. Ich stehe jetzt hier bei dem Kasperltheater hier und ja, die Meldung, dass ich jetzt hier stehe sozusagen und der Zug gesichert ist, ist noch nicht angekommen. Also die stehen ja alle noch rum und laufen noch nicht um den Zug drumherum. Es geht ja auch immer seinen Meldeweg dann über den Fahrdienstleiter und den quasi Notfallmanager und der gibt halt dann sozusagen grünes Licht, dass die halt dann sich da austoben dürfen an dem Zug. Und ja, das geht jetzt hoffentlich dann gleich mal los und dann werden wir ja sehen, wie lange das dauert. Ja, es tut sich was. Die gehen auf jeden Fall meinen Zug ab. Und dann hoffe ich natürlich A, dass sie nichts finden und B, dass es halt möglichst schnell geht. So, ich habe gerade das Okay bekommen zur Weiterfahrt, jetzt muss ich nur die Bremse von meinem Zug natürlich lösen. Ja, es hat jetzt gute 10 Minuten gedauert, also da kann man so gesehen jetzt nicht meckern, aber es ist natürlich trotzdem komplett unnötige Betriebsbehinderung, weil der Block halt hier für, naja, 15 Minuten, sage ich mal, mindestens belegt ist und die anderen Züge haben teilweise auch 20 Minuten gebraucht, also ich weiß nicht, ob die jetzt zum Feierabend schon ein bisschen schneller machen. Naja, egal. Ich kann endlich weiterfahren und meine Fahrt fortsetzen. Ja, kleiner 300-Kilometer-Sprung nach Hause. Also wie ihr euch vielleicht denken könnt, war die Fahrt sehr ereignislos, also im Prinzip dann ohne Halt von dieser Kontrollstelle eben bis München. Und in München ging es dann alles recht schnell, dann hat mir ein Kollege im Prinzip die Loks abgenommen und ich habe Feierabend gemacht. Und nachdem ich schon den einen oder anderen lustigen Kommentar jetzt hatte, habe ich mich jetzt entschlossen, auf meinem Discord so eine Art Hall of Fame zu machen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, dann kommt auf meinen Discord-Server und wenn ihr da drin landen wollt, dann schreibt halt irgendeinen doofen Kommentar. Also dann in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen.